So, ich muss mir mal ganz kurz Luft machen, weil ich es einfach unfassbar finde, wie viele Deutsche auch man gerade in den Kommentarspalten zu dem Thema Erdogan und Karikaturen und Charlie Hebdo hört, die sagen, ja, also Satire schön und gut, ne? Und Pressefreiheit und sonst was. Aber das geht ja zu weit. Das ist ja wirklich abstoßend. Habt ihr wirklich immer noch nicht begriffen, dass es nicht um persönliche Geschmäcker geht, nicht darum, was ihr witzig oder unlustig findet oder was euer Nachbar lustig findet oder unlustig, sondern um allgemeine demokratische Freiheitsrechte, Grundrechte wie Kunst, Meinungs-, Pressefreiheit und dass da euer persönlicher Geschmack nichts zur Sache tut, sondern dass es um eine grundsätzliche Freiheit geht, dass wer so etwas zum Beispiel als Redaktion veröffentlichen möchte, es tun kann und dass er dies tun können muss, ohne dafür mit dem Leben bedroht zu werden. Ja, darum geht es einzig und allein darum. Diese Freiheit ist nicht verhandelbar oder Geschmacksfrage. Und es geht bei der Verteidigung dieser Frage nicht darum, finde ich das persönlich toll, würde ich mir das als Bild irgendwo ins Zimmer hängen oder so, sondern es geht einfach darum, bin ich nun für eine Universalität dieser Freiheitsrechte oder mache ich das abhängig von Leuten, die sich irgendwie beleidigt fühlen oder deren Geschmack das nicht trifft oder so. Also sind wir wirklich in Europa wieder so weit, dass also Zeichnungen einen Mord rechtfertigen oder dass Leute völlig aus der Haut fahren oder so? Also ist das hier noch das 21. Jahrhundert? Befinden wir uns noch im Zeitalter der Aufklärung oder haben wir das jetzt abgehakt und sind jetzt beleidigt, wenn Karikaturen von irgendwelchen Propheten gezeichnet werden? Also wo leben wir denn hier bitte? Und bei manchen, und das finde ich ja so besonders erbärmlich, bei manchen Deutschen, wenn ich so das Gefühl habe, man sagt das jetzt auch nur, weil man sich irgendwo anbiedern möchte, weil man sich möglichst multikulturell und tolerant zeigen will und sich irgendwie den Deutsch-Türken anbiedern möchte oder so, so nach dem Motto, ich stehe auf eurer Seite. Ihr steht, wenn überhaupt, mit eurer Kritik auf der Seite der Erdogan-Anhänger, ja, und den wirklich integrierten, aufgeklärten, modernen Deutsch-Türken hier tut ihr mit diesem Verhalten überhaupt keinen Gefallen, ja. Also ihr stellt euch nicht auf die Seite der Türken oder des offenen, multikulturellen Deutschland, sondern das Gegenteil ist der Fall, ja. Ihr stellt euch auf die Seite eines Faschisten, eines Möchtegern-Diktators wie Erdogan und seiner Anhänger und sonst gar nichts. Und also ich muss sagen, ganz persönlich, dass ich traurig finde, wirklich traurig, wie wenig Bewusstsein die deutsche Gesellschaft für die Verteidigung freiheitlicher Werte besitzt. Und das gerade aufgrund unserer Geschichte. Ja, wir betonen immer dieses Nie wieder und unser Geschichtsbewusstsein und unsere deutsche Vergangenheit. Aber offensichtlich haben wir nur gelernt, betroffen zu sein, aber nicht wirklich die Strukturen und Mechanismen dahinter zu erkennen und dagegen anzukämpfen. Und das macht mich wirklich traurig, ja. Also müssen wir irgendwie in jeder Generation wieder neu, um ein Bewusstsein für Freiheit und deren Verteidigung kämpfen? Hat nicht der Nationalsozialismus gereicht? Hat nicht der DDR-Sozialismus gereicht irgendwie? Also ich weiß nicht, wie kann man so wohlstandsverwahrlost sein und das als so unwichtig erachten?